Mein Name ist Tom Gillesberg, ich bin vom Schiller-Institut aus Dänemark und habe eine Frage bezüglich, wie wir den Blackout durchbrechen können über das, was tatsächlich stattfindet. Vielleicht sollten Menschen aus Griechenland oder auch aus Spanien, Gewerkschaftler, politische Führer in nordeuropäische Länder gehen und damit politische Kreise zu zwingen, die eigentlich jetzt auf die Krise reagieren sollten, die Krise wirklich zu diskutieren, was sie zurzeit nicht tun. Die Art und Weise, wie es im Moment funktioniert, ist, dass die Medien eine absolut kontrollierte Diskussion führen, sodass dann sogar linke, sozialdemokratische Parteien und Gewerkschaften, die eigentlich sehr aktiv sein sollten, so tun, als wüssten sie nicht, was zurzeit stattfindet und deswegen auch nicht damit umgehen. Das heißt, wir müssen uns jetzt dem stellen, dass Menschen aus den Ländern kommen, die jetzt die Schlachtvieh sind an den Völkern und den Wirtschaftssystemen. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit, einige Durchbrüche zu schaffen, um diesen Blackout zu beenden und eine politische Reaktion zu erzwingen? Ich möchte kurz etwas hinzufügen. Mein Name ist Daniel Grasenack. Ich war gerade bei einem Treffen der Mittelständler, die Delegierte ausgeschickt hatten aus Griechenland, von IG Metall, die sich selbst als kastriert bezeichnen, weil sie keine Lösungen haben. Insbesondere die Gewerkschaftler wussten nicht, was zu tun ist. Sie sind von der Situation vollkommen schockiert und sie verhalten sich wie Häschen vor einem Auto. Sie frieren ein und sind gefangen innerhalb dieser Diskussion über den Euro und den so zu erhalten, wie er jetzt ist. Ich habe Ihnen vorgeschlagen, dass das absolut nicht der Fall ist und dass der Euro selbst, wie Professorin Höhler auch sagte, dass Merkel einen Fehler macht, wenn sie sagt, dass wenn der Euro scheitert, dass dann auch Europa scheitert, dass es eben genau das Gegenteil ist, dass jetzt Europa am Euro scheitert. Wenn man sich anschaut, was der Euro gerade macht, und dass der Maastrichter Vertrag eigentlich die Möglichkeit der Staaten, Investitionen in die eigene Wirtschaft zu tätigen, untergräbt, so wie Roosevelt seine Krise damals gelöst hatte, indem die Wirtschaft wieder an die Produktion gebracht wird. Und die Entwicklungsprojekte, die Frage, welche Projekte haben wir, und die Geldsysteme eben diesen Projekten dienen müssen. Und das ist genau die Frage, die innerhalb der Gewerkschaft nicht diskutiert wird. Wenn wir den Euro besprechen, sprechen wir davon, wie verteidigen wir unsere kleinen Rechte. Aber wir können nur die Wahrheit über die reale Krise ans Tageslicht bringen, wenn man eine animierte Idee erzeugt von dem, was die Zukunft eigentlich ist. Etwas, was ich hinzufügen möchte, ist, dass Gewerkschaftler aus Griechenland von ihren Kollegen gefragt wurden, wie war es in den 30er Jahren? Denn was wir jetzt sehen, ist genau das Gleiche. Die Menschen spalten sich auf in kleine Gruppen, die Gewalt steigt und wir haben Angst, dass Griechenland sich so entwickelt wie Weimarer Deutschland. Die Notwendigkeit einer Vision ist also sehr offensichtlich.
Information ist sicherlich wichtig. Was ich Ihnen bezüglich Griechenland sagen kann, ist, dass dort die Gewerkschaften internationale Organisationen nutzen, um das zu schaffen, was normalerweise europäische Institutionen schaffen müssen. Zum Beispiel einen Dialog, den es letztes Jahr gab über die Arbeitsbedingungen in Griechenland. Es gab nämlich Verletzungen sowohl der Arbeiterrechte als auch der Statuten der Gewerkschaften. Es gab noch keine Antwort darauf von der Kommission, aber man richtet sich immer mehr an internationale Institutionen, um zu zeigen, was in Europa los ist. Denn das ist geschichtlich wirklich einmalig, was hier passiert. Denn normalerweise ist Europa ja der strahlende Held für Arbeiterrechte. Aber es gibt jetzt den Ruf nach Standard-Arbeiterrechten in Griechenland, vor allen Dingen in der Behandlung einiger Arbeitergruppen, aber auch nur einer von 10 Arbeitern bekommt überhaupt Arbeitslosengeld, dann ist das wirklich ein Scheitern der entsprechenden Institutionen, denn man fragt sich, wohin geht denn das Geld? Man braucht also mehr Sichtbarkeit darüber, was wirklich los ist. Und diese Gewerkschaftsorganisationen sind wichtig. Alle reden über Banken und Kredite und keiner weiß, wo das Geld hingeht. In Griechenland, so sagt man, wenn die Situation sich verbessert, dann gibt es auch Geld für die sozialen Institutionen und dann wird es auch Entwicklung geben von außen. Denn dann werden die Leute auf wundersame Weise investieren. Auslandsinvestoren werden einfach aus dem Nichts kommen, aber erst, wenn wir die Schulden bezahlt haben. Und wir sind jetzt im Moment wie Drogenabhängige, die ihren Schuss brauchen. In der Debatte im Parlament in Griechenland vor einigen Wochen war es die Frage, wie können wir denn diesen schnellen Schuss bekommen? Man rationalisiert nicht. Es ist nur noch ein medizinischer Notfall, an das Geld ranzukommen, sonst sind wir tot. Und deswegen sind wir erpresserisch geworden. Die Diskussion war, okay, Sie sind gegen Ihr eigenes Land, weil Sie dagegen stimmen. Sie sind gegen die Gelder, die uns am Leben halten. Wir sind schon jenseits der Rationalität in der Wirtschaftsdebatte. Es ist schon eine Sache um Leben und Tod. Und es heißt immer nur, Sie müssen so und so stimmen. Es ist eine Ausnahmesituation. Wir müssen überleben. Und das ist genau die Sprache, die Rhetorik, die von den Konservativen benutzt wurde. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was sie gesagt haben vor den Wahlen, was sie im Frühjahr gesagt haben, als sie dann im Frühjahr gewählt wurden. Jetzt sagen sie was ganz anderes. Also man kann nicht sagen, die Menschen haben jetzt die Regierung, die sie verdienen, sondern sie haben für die falsche Regierung gewählt. Thank you. Vielen Dank. Ich denke, wir müssen diskutieren, nicht nur in diesem Raum, sondern öffentlich, zwei verschiedene Themen, die miteinander verbunden sind. Zum einen, was ist es die Konsequenz des Euro für die Staaten? Er blockiert die staatlichen Aktivitäten. Das ist das eine. Aber das andere, und das ist mein Fachgebiet, was ist der Einfluss der Staaten auf die Währung? Denn wir hätten nie diese Schuldenkrise, diese Eurokrise gehabt, ohne die Überverschuldung
in der Währungsunion. Und ich denke, es ist sehr wichtig, um Licht auf die Sache zu werfen, diese beiden Themenbereiche zu trennen. Der Euro ist eine Hypothek für alle rationalen Staaten, denn die Staaten können nicht tun, was sie tun sollten. Hier in Deutschland können wir nicht unsere Pflichten erfüllen, die uns vom Grundgesetz aus gegeben werden, für die Sozialversorgung, für kulturelle Ausgaben und so weiter zu sorgen. Aber auf der anderen Seite kann eine Währung, eine Gemeinschaftswährung wie der Euro nicht funktionieren, wenn nationale Regierungen und Wirtschaften nicht funktionieren. Das heißt, es ist ein vollkommen kontraproduktives System. Der Staat ist durch die Währung blockiert und die Währung wird durch die Staaten blockiert. Und da liegt das Problem. Nur kurz. Einfach, um sich das von einer anderen Perspektive aus anzuschauen. Es gibt eine ganz große Gruppe von, eine junge Generation, die keine Hoffnung mehr hat. Auch wenn die Ideen, die ich höre, großartig sind, von sehr intelligenten Menschen, gibt es viele Leute da draußen, insbesondere mit 10, 20, in den, also zwischen 10 und 30, die, es gab eine Bewegung in Spanien. Ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt, aber sie wurde organisiert von Wall Street Geld. Und derjenige, der es organisiert hat, war Weibach, der früher ein großer Broker aus der Sowjetunion an der Wall Street war und einer der wichtigsten sogenannten Indignados. Und ist auf vielen Magazinen erschienen. Und man muss sich wirklich fragen, wie kommt jemand auf das Cover der Vanity Fair? Aber ich kenne diese Bewegung und ich weiß, wer sie aufgebaut hat. Es ist dieser Typ in Spanien. Ich war bei seinem Haus und es war eine militärische Operation. Ich komme also aus dem Bereich des Nachrichtendienstes. Und als ich die Computersysteme in seinem Haus gesehen habe, das war ungefähr eine halbe Million Dollar an Computersystemen, und das Haus von diesen Indignados, da waren 100.000 Dollar einfach nur Kabel. Und da muss man sich fragen, wer finanziert das Ganze? Das Ganze wurde also mit militärischer Präzision zusammengeführt und man versteht, dass es also vom Zentrum dieser Leute geschaffen wurde. Wir können das Gleiche tun, aber um diese Ideen auch in die Öffentlichkeit zu bringen, müssen wir sicherstellen, dass wir das Spiel nach denselben Regeln spielen. Das heißt, wir brauchen öffentliche Medien, Facebook, Twitter. Ob ihr das mögt oder nicht, ist irrelevant. Durch diese Medien haben wir Zugang zu circa einer Milliarde Menschen. Und das sind viele Menschen, mit denen wir sprechen können. Und viele wissen, glauben, dass sie nicht Teil sind von irgendetwas. Hier war gestern jemand, der aus Spanien kam, der ist jetzt Teil der La Rouge-Bewegung. Es gibt Millionen von Menschen da draußen, die das Gleiche tun wollen. Und wenn wir die an Bord bekommen können, dann haben wir eine Armee, die niemals geschlagen werden kann. Auch wenn wir jetzt theoretisch darüber sprechen. Der Punkt ist, wir müssen diese Medien nutzen. Es gibt auch viele Menschen, die unglaubliches Wissen haben, so wie Professor Hanke, Helga, dieser Herr hier aus Griechenland. Und dann gibt es dieses riesige Loch, genauso wie in der Sowjetunion, was die Nukleartechnologie angeht. Es gab diese Generation in den 70ern und dann fehlt eine Generation, weil die Nation zerstört wurde in den 90er Jahren. Das heißt, es gibt zwischen den 80- und 75-Jährigen keine Verbindung. Das heißt, es gibt hier viel Wissen,
aber diese Menschen werden älter. Und das ist die Stärke des LaRouche-Bewegung. Jeder in der Bewegung ist absolut vorbereitet, ob er 18, 25 oder 90 ist. Und das müssen wir nutzen, diesen Vorteil müssen wir nutzen. Wenn wir das nicht verstehen, dann können wir nicht gewinnen. Weil es gibt nicht genug Geld oder Medien. Diese Leute kontrollieren die Medien. Aber wir können die Sozialmedien übernehmen. Wir müssen die Herzen und die Geister dieser Generation übernehmen, die sich komplett außen vor gelassen fühlen. Die Gewerkschaften in Griechenland haben scheinbar ihre ehemalige Macht verloren. Sie sind wie gelähmt, teilweise wegen der hohen Arbeitslosigkeit und Armut, aber auch viele Menschen vertrauen ihnen nicht mehr. Sie vertrauen nicht den Gewerkschaftlern und nicht den traditionellen Politikern. Als Ergebnis haben wir die extrem Rechte und die extreme Linke, die immer stärker werden und stärker. Und das ist sehr, sehr schlecht und eine Gefahr für die Demokratie. Nicht nur das. Wenn die Armut so weitergeht, wenn die schreckliche Situation, der wir uns gegenüber sehen in Griechenland, so weitergeht, wie sie jetzt weitergeht, gibt es die Befürchtung, dass wir eine sehr, sehr schlechte Bedingungen haben werden mit Massendemonstrationen und Gott weiß, was noch alles passieren wird. Deswegen hoffe ich und ich bitte die europäischen Hauptpartner, sich die Sozialsituation genauer anzuschauen, die sozialen und politischen Aufstände hier. Es ist nicht gut, extreme Rechte und Linke zu haben, denn das wird zu sehr, sehr, sehr schlechten, einer schlechten Situation führen. Die Gewerkschaften haben das Spiel schon aus ihren Händen gegeben. Das ist mein Kommentar, wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Verzeihen Sie mir, ich kann nicht sehr gut Ihnen zuhören, deswegen versuche ich mein Bestes. Ja, Sie haben sich deutlich ausgedrückt. Leider muss ich dem zustimmen. Die Gewerkschaften und die Establishment-Politiker sind in der Tasche von denen. Die Opposition ist noch mehr für Europa, mehr für Sparpolitik, für Eurobonds als die jetzige Regierung. Und das ist, die ja schon schlimm genug sind. Ich glaube, wir müssen das Problem im Ganzen ansprechen. Denn die europäische Regierung, die Schweizer Regierung und die britische Regierung haben schon Pläne, was passiert bei einer sozialen Explosion in Deutschland, in Europa. Sie haben Pläne, britische Bürger zu evakuieren aus Europa durch Evakuationskorridore, denn sie haben sich ausgerechnet, dass wenn der Euro zusammenbricht, dann sind die Konten geschlossen, dann gibt es kein Essen, kein Benzin, die Handys funktionieren nicht mehr. Und die eine Behörde, die den Bundestag berät, hat gesagt, wenn es mal zu einem Notfall kommen würde, dann ist in einem Tag alles zum Stillstand gekommen. Und offen gesagt, auch eine europäische Armee oder viele europäischen nationalen Armeen helfen dann auch nicht mehr, denn diese Menschen müssen ja auch etwas essen. Die schweizerische Regierung hat schon Pläne gemacht, die Grenzen zu schließen, da sie erwarten, dass es Millionen oder vielleicht sogar zehn oder hunderte von Millionen von Menschen gibt, die versuchen, in die Schweiz zu flüchten. Denn die Schweiz ist im Vergleich zur Eurozone ja noch relativ wohlhabend. Und sie sind froh, dass sie nicht im Euro sind. Aber die Schweiz ist klein. Und die wollen natürlich nicht 1 Million Flüchtlinge in ihrem Land haben. Sie sind ja schon ziemlich erregt über die Tatsache, dass 10% der Schweizer jetzt Deutsche sind. Und
Nachdem Steinbrück gesagt hat, wir werden mit der Kavallerie nach in die Schweiz hereinreiten, sind Sie auch nicht gut auf uns zu sprechen. Sie können sich das mal herunterladen im Internet. Es gibt Zonen, wo Sie die größten sozialen Aufstände erwarten. Berlin, das Rhein-Main-Gebiet, Vororte in Frankreich. Ich habe jetzt nicht alle im Gedächtnis, aber das planen die. Ich habe mit genügend Leuten in den Vereinigten Staaten und Europa gesprochen, um dass mir klar ist, dass die Top-Elite weiß, dass wenn dass dieses Finanzsystem morgen früh sich in Luft aufgelöst haben kann oder vielleicht sogar heute Nacht, 2 Uhr morgens, wenn die asiatischen Märkte öffnen. Es ist so fragil, so zerbrechlich, dass das jederzeit passieren kann und sie versuchen, auf hysterische Art und Weise hyperinflationäres Geld zu drucken. Hyperinflation ist die brutalste Enteignung der Bevölkerung, denn wenn man erstmal Hyperinflation in Gang bringt und hat, dann ist alles das, was man dachte, was man für die Rente oder für die eigene Gesundheit zur Seite gelegt hat, vorbei, weg. Und die sind bereit, das zu riskieren. Ich kenne Leute, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, aus Vertrauensgründen, aber ich kenne einen sehr, sagen wir mal, herausragenden Deutschen, der mir sagte, wenn der als der ESM eingerichtet wurde, wussten sie genau, was sie damit machen. Und ich dachte, er sei übergeschnappt, aber er hat genau das bestätigt. Die Leute spielen mit dem Leben von Menschen. Was jetzt in Griechenland und Spanien passiert und in Italien und auch in den verarmten Regionen der Vereinigten Staaten oder sogar Deutschlands, ist Massenmord, ist Völkermord. Und ich denke, wir sollten aufhören, naiv zu sein. Denn als Daniel Estulin sagte, es ist ein Krieg gegen die Menschen, dann kann ich nur sagen, das stimmt. Die Elite respektiert nicht das Leben des Durchschnittsmenschen. Meinen Sie, dass Afrika so sein muss, wie es ist? Jean Ziegler, der hier schon erwähnt wurde, sagte, die gleiche EU-Kommission, die Dumpingpreise, die Essen exportiert nach Afrika zu Dumpingpreisen, schießt gleichermaßen auf die Boote, auf die Flüchtlingsschiffe aus Afrika, töten Hunderte und Tausende von Menschen im Verlauf des Jahres. Das ist eine mörderische Politik. Und wenn wir jetzt sagen, wir brauchen einen Wertewandel, dann meine ich damit nicht einen kleinen Wertewandel, sondern das Gesamtpaket. Wir brauchen Nummer 1, ein Glass-Steagall-Trennbankensystem, denn wenn das nicht kommt, dann wird die Spekulationsblase auch nicht verschwinden. Und selbst wenn wir zu nationalen Währungen zurückkehren, muss man das System der Hochrisikospekulation beenden. Dann braucht man ein Kreditsystem für Zukunftsinvestitionen. Wir haben diesen Plan für die Entwicklung Südeuropas ausgearbeitet, auch Teile Afrikas und der Mittelmeerregion. Gestern haben wir den Nahen Osten hinzugefügt. Und diese Entwicklungspläne müssen auf strengen wissenschaftlichen Prinzipien sich gründen. Wie Herr LaRouche heute Nachmittag oder heute Morgen in seiner kurzen Videobotschaft gesagt hat, er hat im Prinzip alles auf kompakte Art und Weise gesagt, was notwendig ist. Der Schlüssel ist die Erhöhung der Zuwachsraten der Energieflussdichte, denn wir können nicht nur ein bisschen Investment haben, sondern es muss im Einklang sein mit den Gesetzen des Universums und das entwickelt sich in einem antientropischen Weg mit einer Zunahme von Energieflussdichten. Und deswegen hat auch die rechte Hand von Schellenhuber, wie heißt er, wahrscheinlich Stefan Rahmstorf wahrscheinlich, derjenige, der mit dem grünen Marshallplan für Südeuropa hervorkam, Desertec, wenn man also Desertec und Griechenland und seine Inseln komplett zupflastert, schrecklich. Also ich war auf Rhodos, vor 3 Jahren gab es keine Solarpanels, heute gibt es ganze Parks von Solarpanels und die ganze Landschaft sieht wirklich ekelerregend aus. Es ist auch nicht positiv, es ist keine Lösung.
Ich weiß, dass einige Leute denken, man muss jetzt Sonnenenergie hinzufügen, damit man sie überhaupt öffentlich hört. Aber das ist falsch. Von jeglichem physikalisch-ökonomischen Standpunkt, denn es ist nicht nur die Frage, dass es nicht effizient ist, sondern es ist auch einfach die falsche Richtung von Investment. Es ist absorbiert Kapazitäten, die wir brauchen für die andere Richtung. Und die Grünen oder die Ökos wissen das ganz genau. Die sind ja auch vollkommen fanatisch in dieser Angelegenheit. Was ich sage, ist, wir brauchen das gesamte Paket. Wir müssen diejenigen finden in den Institutionen und auch außerhalb der Institutionen, Leute, die gerade erst politisch werden, wie zum Beispiel Frau Prisotto gestern hat es ja hier gezeigt. Wir müssen eine Diskussion über einen Wertewandel in Gang bringen, der auch emphatisch, wir brauchen ein emphatisches, eine Zustimmung auf die, zu der Frage, dass der Mensch sich nicht mehr nur auf seine grobe Sinneswahrnehmung verlassen kann. Also wenn wir nicht endlich wirklich diese ganze methodische Frage ablehnen von statistischer Methodologie, wir müssen die Wirtschaft und das politische System wieder im Einklang bringen mit dem physikalischen Universum. Das ist die wirkliche Herausforderung, denn wir brauchen eine Menge Menschen aus dem Bereich der Weltraumforschung und so weiter, denn das sind die und auch gut ausgebildete Mittelständler, das sind diejenigen, die das ja in der Praxis umsetzen. Familienunternehmer haben sonst, waren meistens auch immer Erfinder. Deswegen hat man ja die weltweit meisten Patente in Deutschland, trotz des Wirtschaftszusammenbruchs. Denn jemand, der etwas erfindet, muss ja auch ein universelles Prinzip entdecken. Und wenn man das also anwendet auf den Produktionsprozess, dann erhöht es also sowohl die Produktivität der Arbeiter als auch der gesamten Produktionskapazität. Das ist die einzige Quelle für Wohlstand, nicht allein Rohmaterialien, sondern es ist der kreative Verstand des Menschen, wie er sich ausdrückt in Wissenschaft, in großartigen klassischen Werken. Und wir müssen die Debatte auf diese Ebene heben, solange wir auf einer unteren Ebene diskutieren, wird dieser Wertewandel nicht auf notwendige Art und Weise vonstatten gehen. Das möchte ich das jetzt mal kurz in die Diskussion einbringen.